Last week we started a series. Letzte Woche haben wir eine Serie, eine neue Serie begonnen. The Rest of God. Da ging es um die Ruhe Gottes. And we actually established the fact that the rest of God is related to the love of God. Und wir haben gezeigt, dass die Ruhe Gottes in einer gewissen Beziehung steht zur Liebe Gottes. Amen. And so today I'm going to speak on two points. Heute geht es weiter mit zwei Punkten. But before we get into the message, let's turn our Bible to the book of 2 Corinthians 5. Lasst uns erstmal aufschlagen den zweiten Korintherbrief, Kapitel 5. 2 Corinthians 5, the verse number 14. 2. Korinther 5, Vers 14. For the love of Christ constraineth us, because we tossed judge that if one died for all, then we're all dead. Denn die Liebe des Christus drängt uns, der wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. And so we're going to use this passage to explain the love of Christ. Und wir werden diesen Abschnitt benutzen, um die Liebe Christi zu erklären. Which is based on two very important points here. Und diese Liebe basiert auf zwei wichtigen Punkten. The love of the Son. Die Liebe des Sohnes. And the love of the brethren. Und die Liebe der Brüder und Schwestern. Now, we need to understand that when we talked about love. Also wir müssen verstehen, wenn wir über Liebe sprechen. Love is a very interesting word. Dann ist Liebe ein interessantes Wort. Because love is who God is. Denn Liebe ist, wer Gott ist. God is love. Gott ist Liebe. And love is God. Und Liebe ist Gott. And so the word that is used to, you know, explain love is from the Greek compound word agapao. Und das Wort Liebe kommt von dem griechischen Wort agapao. When we get into the Greek, we understand exactly the essence or the very quality of the love that we're talking about. Wenn wir uns das Griechische anschauen, dann verstehen wir die innere Essenz dessen, worum es hier geht bei dem Wort Liebe. It's a compound word that is made up of aga and pao. Es ist ein zusammengesetztes Wort, was aus aga und pao besteht. And aga simply means to lead. Und aga heißt einfach führen. And pao means to rest. Und Pau bedeutet ruhen. And so love, the agape love, means to lead to rest. Und damit bedeutet die agape Liebe in Wahrheit in die Ruhe hineinführen. And so the very essence of God. Und deswegen ist die wahre Natur Gottes. His very quality, the quality of his being. Die Qualität, also das, was sein Wesen ausmacht. Is to lead one to his rest. Besteht darin, jeden Menschen in seine Ruhe hineinzuführen. God is restful. Gott ist von Ruhe überfließend. In his rest is actually where the very character or the very characteristic of his being is. Und in seiner Ruhe finden wir die wahre Charakteristik seines Seins. He's satisfied. Er ist vollkommen zufriedengestellt. God is accomplished in himself. Er ist vollständig in sich selbst. And so his plan, his purpose, und sein Zweck, sein Ziel, sein Wille, is to bring man to his rest. Sein Vorhaben ist, den Menschen in seine Ruhe hineinzubringen. Now when God takes you and I, when he leads us to that place of rest, und wenn er dich und mich an diesen Ort der Ruhe hineinführt, is without pure condition. Dann geschieht das ohne Vorbedingung. So there is no condition for God to lead us. Es gibt keine Bedingung dafür, dass Gott uns hineinführt. And in his leading, und in dem Maße, wie er uns führt, oder in dem, wie er uns führt, there is no demand, there is no condition attached to his leading. Da gibt es also kein Kleingedrucktes, was dazugehört, dass er uns führen kann. Now it is very important for us to understand this. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. So that we can understand the power of the love of Christ. Denn darin verstehen wir die Kraft der Liebe Christi. Amen.
And so now we realize that in love, und somit verstehen wir, dass in der Liebe is leading, da ist dann führen. So in other words, God will always lead man to where he intend man to be through Christ. Und der das bedeutet, dass Gott immer die Menschen dahin führt, wo er sie hinhaben möchte, nämlich in Christus. Because Christ is the wisdom of God. Denn Christus ist die Weisheit Gottes. And Christ is the power of God. Und er ist auch die Kraft Gottes. And when we talk about wisdom, we're talking about good judgment. Und wenn wir über Weisheit sprechen, dann reden wir über ein gutes Einschätzungsvermögen. Because it is true wisdom that God leads. Und das ist nämlich durch Weisheit, dass Gott führt. So in his love, he leads us by his wisdom through his power to that place of rest. Und indem, wie er uns führt, aus Liebe, führt er uns mit der Hilfe der Weisheit und Kraft in seine Ruhe. And so Paul says that for the love of Christ constrained us. Und deswegen sagt Paulus hier im 2. Korinther 5, Vers 14, dass die Liebe Christus uns drängt, uns führt. Amen. And now, why is this so important? Und warum ist das jetzt hier so wichtig? Because Christ, as the Son of God, wants to bring us to where he is with the Father. Denn auch Christus will uns, der Sohn Gottes, dahin bringen, wo er selber ist mit dem Vater. And so the first point that we're going to consider is the love of Christ being the love of the Son. Deswegen schauen wir uns an am Punkt 1, die Liebe Christus ist die Liebe Christi ist die Liebe des Sohnes. So the Son is loved by the Father. Der Sohn wird vom Vater geliebt. The Father is the lover. Der Vater ist derjenige, der diese Liebe ausgießt. And the Son is the one in whom the Father loved. Und der Sohn ist der Empfänger, derjenige, wo diese Liebe stattfindet. In other words, he is the beloved. Also er ist der Geliebte. And so when you look at the Father-Son relationship, und wenn ihr euch diese Beziehung Vater-Sohn anschaut, then we understand that in order for us to enjoy the rest of God, dann versteht ihr, dass als notwendige Voraussetzung, wenn wir die Ruhe Gottes erfahren möchten, we have to be adopted in the Son. Dann müssen wir adoptiert werden im Sohn. We have to also partake of the relationship that the Son has with the Father. Wir müssen teilhaben an der Beziehung, die der Sohn mit dem Vater hat. Because the lover gives, denn der Liebende gibt. And the beloved received. Und der Geliebte empfängt. And the relationship between the giver and the lover and the receiver is in the communion of the Holy Spirit. Und die Beziehung zwischen dem Geber der Liebe und dem Empfänger der Liebe ist die Beziehung im Heiligen Geist. Now this is the picture of the Trinity. Und das ist das Bild der Dreieinigkeit. The three persons in the essence, in one essence. Es sind drei Personen, die in einem sind. That the Father gives to the Son receives from the Father in the communion of the Holy Spirit. Also der Vater gibt dem Sohn, der Sohn empfängt von Vater in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. And so God wanted man to come into the circle of his love. Und Gott möchte, dass der Mensch in diesen Kreis seiner Liebe eintritt. Because that is the place of rest. Denn das ist der Ort der Ruhe. Amen. Hallelujah. And so Paul tells us in Ephesians 1, the verse number 6. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 1, Vers 6. He said to the praise of the glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved. So, Epheser 1, 6. Da steht, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in seinem Geliebten. Also angenommen in seinem Geliebten. So we have been accepted in the beloved. Also wir wurden in dem Geliebten, dem Sohn, angenommen. So the love of Christ, also die Liebe Gottes, the love of the Son, die Liebe des Sohnes, has accepted us, hat uns angenommen
in the position that the Son has with the Father. Und zwar in der Position, die der Sohn hat in Bezug auf den Vater. To the extent the Father loves the Son. Und genau in dem Maß, in dem vollen Umfang, wie der Vater den Sohn liebt. To that same extent, the Father loves the one who has been accepted in the beloved Son of God. Und genauso in dem Maße liebt der Vater denjenigen, der angenommen wurde in der Liebe des Sohnes. Amen. Halleluja. So this is what Paul calls the love of Christ. Und das nennt Paulus die Liebe Christi. Amen. Now, it's different from the love of God. Das ist anders als die Liebe Gottes. Because the love of Christ is the love that Christ, the living Son of God, eternally enjoys with his Father. Denn die Liebe des Sohnes Christi ist die Liebe, die der Sohn auf Ewigkeit genießt in der Beziehung mit dem Vater. And he has chosen to share that love with us in himself. Und er möchte oder er hat das vorgesehen, dass wir diese Liebe genauso genießen wie er. Amen. Amen. Halleluja. Now this is very, very, very important for us to grasp. Ja, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Because today we are in the beloved Son. Denn heute sind wir in dem geliebten Sohn. Now Jesus in his earthly mission. Also Jesus, als er hier auf der Erde gewandelt hat, he was confronted with one of his disciples called Thomas. Da war er, sah er sich einem seiner Jünger gegenüber, nämlich Thomas. And Thomas asked him the question that where are you going? Because we know not the way. Und Thomas fragte Jesus, wo gehst du denn hin? Denn wir kennen den Weg nicht. And Jesus said in John 14, the verse number 6. Und in Johannes 14, Vers 6 antwortete Jesus. He says, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. Da sagte er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Amen. So where Jesus Christ was going, also wo Jesus hinging, was the Father. Das war der Vater. He came from the Father. Er kam vom Vater. To go back to the Father. Um zum Vater zurückzukehren. But he came so that he may take us. Und er kam aber, um uns mitzunehmen. To where he has always been with the Father. An den Ort, wo er schon immer gewesen ist mit Because dem Vater. The Father. Denn der Vater is the place of rest. Ist der Ort der Ruhe. The Father. Der Vater is the destiny of man. Ist das Ziel des Menschen, der ist. The Father. Der Vater is the place of goodness. Ist der Ort der Güte. And so that is why Jesus, when he was confronted and asked or was attributed the fact that he was a good master. Und deswegen hat Jesus geantwortet, als ihm gesagt wurde, er sei ein guter Meister. He objected. Da hat er nämlich widersprochen. And said there is only one that is good. Und hat gesagt, es gibt nur einen, der gut ist. God. Gott. The Father. Nämlich der Vater. And so Jesus Christ, und deswegen hat Jesus Christus, the Son of God, der Sohn Gottes, came so that he may lead us to goodness. Und er ist gekommen, um uns in die Güte hineinzuführen. Because the place of goodness is what the Bible refers to as our rest. Denn der Ort des Guten ist das, was die Bibel den Ort der Ruhe nennt. So the Father is described as the goodness that every man must come into. Deswegen wird der Vater beschrieben als die Güte, in die jeder Mensch einkehren muss. Amen. Halleluja. So Jesus Christ, the Son of God, has adopted us in his statue of beloved so that we may also enjoy the rest that he has with the Father. This is what the love of Christ is. Und deswegen hat Jesus Christus uns adoptiert, damit wir dieselbe Güte genießen und dieselbe Ruhe genießen wie er. Und das nennt die Bibel die Liebe Christi. Amen. Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. And if you've been here, you know, in our truth series. Und wenn du teilgenommen hast, als wir über die Wahrheit gesprochen haben. We said truth leads to good. Da haben wir gesagt, Wahrheit führt zu Güte.
Truth leads to the Father. Wahrheit führt zum Vater hin. The Son leads to the Father. Der Sohn führt zum Vater. So everything about the Son. Also alles, worum es geht beim Sohn, is in the Father. Befindet sich im Vater. And everything of the Father. Und alles, was zum Vater gehört, is shared by the Son. Wird durch den Sohn geteilt. In the communion of the Holy Spirit. Und zwar in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. That is where God has brought us. Und da hat Gott uns hingestellt. By his Son. Durch seinen Sohn. Amen. So it was Jesus. Und es war Jesus. That was given the mission to bring us to the Father's rest. Der die Mission hatte, uns in die Ruhe des Vaters hineinzuführen. So the rest of God can also be said or can also be called the place of his glory. So die Ruhe Gottes kann auch beschrieben werden als der Ort seiner Herrlichkeit. You know when God when Moses was walking with God, also als Mose mit Gott gewandelt ist, he asked the Father that how that he wanted to see the glory of God. Und er wollte gerne die Herrlichkeit des Herrn sehen. And God said I will cause my goodness to pass before you. Und Gott sagt, ich werde meine Güte vor dir lang wandeln lassen. Because when we see the goodness of God, denn wenn wir die Güte Gottes sehen, we enter into rest. Dann kehren wir in seine Ruhe ein. You then understand that there is nothing for you to do in order for you to be the son of God. Und wenn du da bist, dann stellst du fest, dass es nichts gibt, was du tun musst, um Sohn Gottes zu werden. You are already the son of God. Denn du bist schon Sohn Gottes. Amen. Halleluja. That is what the rest of God shows us. Und das ist das, was die Ruhe Gottes uns dann zeigt. That man doesn't need to do anything to be whatsoever he desires to be, because that which man is what God's reveal of him. Denn es geht nicht, also der Mensch, der muss nichts tun, um das zu sein, was für ihn bereitet ist, denn er ist schon das und das wird ihm offenbart. Amen. Halleluja. This is the reason why the gospel is good news. Und deswegen ist das Evangelium die gute Botschaft. Because he tells you of your rest. Denn das Evangelium teilt dir alles mit über Gottes Ruhe. He reveals your rest. Und offenbart deine Ruhe. God has led us by his son. Gott hat durch uns geführt durch seinen Sohn. Back into who we are. Zurück an den Ort, wo wir sind, wer wir sind. Amen. So today you and I, we are sons of God. Denn heute sind wir, du und ich, Söhne Gottes. And so every privileges that the first begotten son enjoys with the father, he has also shared with us. Und alle Privilegien, die der erstgeborene Sohn vom Vater genossen hat, hat er mit uns geteilt. If he is blessed, wenn er gesegnet ist, we are blessed. Dann sind wir auch gesegnet. If he is rich, wenn er reich ist, we are rich. Dann sind wir auch reich. If he's righteous, wenn er gerecht ist, we are righteous. Dann sind wir auch gerecht. Amen. The other gospel. The other gospel. Ja, das andere Evangelium. Which is not the gospel. Oder jedes andere Evangelium, was nicht das Evangelium ist. Is what tells you that you need to do something for you to become someone before God. Sagt dir, dass du etwas tun musst, damit du jemand wirst vor Gott. That is not rest, right? Und das ist auf jeden Fall nichts, was mit Ruhe zu tun hat. It's a demand on you to do something, right? Das bezwingt dich dazu, immer irgendwas zu tun. For you to be blessed, you have to do this. Damit du gesegnet wirst, musst du dies und das machen. Ah? You have to sow this morning for you to receive this amount of money. Genau, du musst erstmal dein Geld ausstreuen, aussehen, damit dann Geld für dich nachwächst. That is conditional. Das ist Bedingung, konditional. But agape has no condition. Aber Agape, da gibt es keine Bedingungen. He leads us to share everything that he has. Er führt dich dahin, denn er teilt dann alles, was er hat. So the good news is to tell you your place of rest, which is in Christ. Und die gute Nachricht sagt dir, wo dein Ort der Ruhe ist, nämlich in Christus. Amen. This is what the Bible refers to as the simplicity. Und da es wird in der Bibel oftmals gesagt, das ist die Einfachheit of the gospel. Des Evangeliums. Amen. It is simple. Es ist so einfach.
too simple to our complicated mind. Viel zu einfach für unser super komplizierte Gehirn. Amen. Because we have been trained to merit everything that we must have. Denn wir sind dazu konditioniert, so kompliziert zu denken und alles so zu bewerten, was wir haben. We are under the spirit of this world. Denn wir sind unter diesem Geist dieser Welt. The spirit of this world is not demons. Und der Geist dieser Welt ist nicht Dämonen. Is a spirit of merit. Es ist der Geist des Abwägens. You must earn everything that you have. Du musst nämlich alles verdienen, was du hast. There's no free gift. Da gibt's keine kostenlosen Geschenke. And so then when God begins to share his grace with us, und wenn Gott nämlich dann anfängt, seine Gnade mit uns zu teilen, how can I receive something free without doing anything? Dann sagst du, it's suspicious. Dann sagst du, wie kann ich jetzt hier was Kostenloses empfangen? Da muss doch irgendwo ein Haken dabei sein. There must be something I must do. Na, irgendwo muss doch da was drin sein im Kleingedruckten, was ich tun muss. So you think I'm just blessed like that? Und dann sagst du, was? Ich bin einfach nur so gesegnet. But see what I've done. Aber schau doch mal, was ich alles getan habe, im Handgepäck habe. Amen. Hallelujah. God says no, without pure condition, I am leading you to the place of rest. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Ich bringe dich ohne Vorbedingung an den Ort meiner Ruhe. Amen. God deals with us based on representation. Gott hat eine Beziehung zu uns durch Repräsentation. The one that represents us, nämlich derjenige, der uns für uns stellvertretend ist, receive everything that pertains to us. Und der hat nämlich alles, was uns gehört, empfangen. And we share of the benefits by identify to the one that represents us. Und wir nehmen daran teil an den Segnungen durch denjenigen, der uns stellvertretend vertritt. Amen. For example, when you know Deutschland, when the football team plays. Also wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. And they win. Und wenn sie dann mal gewinnen, so the people in the street, everyone, wir haben gewonnen. Dann sagen ja die Leute in Deutschland, wir haben gewonnen. Were you there? Did you play? Warst du da? Hast du gespielt? Why is it referring to you? Was hat das mit dir zu tun? Warum sagst du, wir haben gewonnen? Because those players represented you. Weil nämlich die Spieler dich vertreten haben. Their victory is your victory. Ihr Sieg ist dein Sieg. So the same with Christ. Und genauso ist es mit Christus. He represented us. Er hat uns repräsentiert. So he brought us to his rest. Und damit hat er uns in seine Ruhe reingebracht. So his rest is our rest. Und damit ist seine Ruhe deine Ruhe. Because he is our representative. Denn er ist unser Stellvertreter. This is how simple the gospel is. Und so einfach ist das im Evangelium. So the love of Christ. Die Liebe Christi, the love that he has for us, die Liebe, die er für uns hat, that we may share in his position before the Father, damit wir seine Position teilen vor dem Vater, is that which the Father is revealing to us in the content of the gospel. Und dieses zeigt, offenbart das Evangelium, der Vater durch das Evangelium. Be what I show you. Sei, was ich dir zeige. Don't try to do. Versuch nicht zu tun. Be, because that which you are to do was done by the one who represented you. You didn't play. You didn't carry any. You didn't wear any jersey. Sei einfach, denn das, was du hättest tun sollen, wurde schon durch denjenigen getan, der vor dir gekommen ist. Du hast nicht mitgespielt bei dem Spiel. Du hast kein Jersey getragen. Amen. But the one that represented you. Aber derjenige, der stellvertretend für dich gespielt hat. He played on your behalf. Das tat er an deiner Stelle. And you benefit of what he acquired. Und von seinem Sieg profitierst du auch. Amen. 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 You know, Jesus put on our jersey. Jesus hat also dein Trikot angezogen. What is our jersey? Was ist dein Trikot? Flesh. Fleisch. Amen. The word became flesh. Das Wort wurde Fleisch. He became a man. Er wurde zum Menschen. So he wasn't God in his own capacity. Also er war nicht Gott aus seiner eigenen Fähigkeit. As he walks on earth.
nämlich während er auf der Erde wandelte. No, he took on the sinful flesh. Nein, er hat das sündige Fleisch angezogen. So that when we look at him, damit wenn wir auf ihn schauen, we say he's one of us. Dann sagen wir, er ist einer von uns. He represents us. Er repräsentiert uns. And so Jesus Christ, the Son of God, und so ist Jesus der Sohn Gottes, became a son of man. Er ist zum Sohn eines Menschen geworden. That he may bring the Son of man to become the Son of God. Damit der Sohn des Menschen zum Sohn Gottes wird. And this is who we are today. Und das sind wir heute. Being the Son of God, als Sohn Gottes, you share everything the Father has. Da teilst du alles, was der Vater hat. And so if the Father is in his rest, und wenn der Vater in Ruhe ist, because he can't change, dann er kann sich nicht verändern. There's nothing that will change God. Es gibt nichts, was Gott verändert. He can be better. Er kann nicht besser werden. Do you understand that? There's nothing he can do. Es gibt nichts, was er tun kann. To increase his stature or diminish it. Um seine Statur zu vergrößern oder zu verkleinern. That's what the Bible refers to as rest. Und das ist auch das, was die Bibel als Ruhe bezeichnet. There's nothing he tries to do to change these statues. Es gibt nichts, was er tun muss, damit er diesen Stand verändert. And the wonderful news. Und die großartige Botschaft is that he has brought you and I, ist, dass er dich und mich auch to partake of all that which he is, hineingebracht hat, um alles zu teilen, was er ist. Halleluja. Amen. Halleluja. This is good news. Das ist gute Botschaft. That's what Jesus said. Deswegen hat Jesus gesagt, he says, come unto me all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Deswegen hat er gesagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich gebe euch Frieden. Amen. Say, come to me. Kommt zu mir. All of you who labor and are heavy laden. Alle, die euch abmüht und schwere Lasten tragt. And I will give you rest. Und ich gebe euch Ruhe. Now God does not give as human being gives. Und Gott gibt nicht wie Menschen geben. He doesn't have something to give to you. Er hat also nichts, was er dir so als Geschenk hinreicht. Everything God has, alles was Gott hat, is himself. Ist nämlich er selber. Is in him. Und das ist alles in ihm. So when he says he gives you something, und wenn er sagt, er gibt dir etwas, he shares with you what he is. Dann teilt er mit dir, was er ist. So when Jesus says, I give you rest, und wenn Jesus sagt, ich gebe dir Frieden, he's bringing you into himself, dann bringt er dich in sich selbst hinein. That you may share his rest that he has with the Father. Damit du die Ruhe teilst, die er mit dem Vater hat. Amen. That's why Paul, whenever he talks about our position, deswegen, wann immer Paulus über unsere Stellung spricht, the reality of who we are, die Realität dessen, wer wir sind, he used two words, da benutzt er zwei Worte, in Christ. In Christus. If he says you are righteous, wenn er sagt, du bist gerecht, he says in Christ, dann sagt er in Christus. So that you don't think that you're righteous in yourself. Damit du nicht denkst, dass du gerecht in dir selber bist. Because what God gives, denn was Gott gibt, he gives in himself. Das gibt er in sich. He accept us in him. Er adoptiert uns, akzeptiert uns in sich. So that everything that he is and have, we have also. Damit alles, was er ist und hat, auch bei uns Realität ist. Amen. Halleluja. Now this is what the Bible refers to as rest. Und das ist, was die Bibel als Ruhe beschreibt. We have come to his rest. Wir sind in seine Ruhe eingetreten. And so Paul tells us. Und somit sagt uns Paulus. He says, when the goodness of God is revealed. Wenn die Güte Gottes hervorgebracht wird. It leads us to repentance. Dann führt es uns zur Reue. Amen. To repentance. Reue. Glory be to God. So we repent whenever we know of the goodness of God. Also wir kommen zur Reue, wann immer wir die von der Güte des Herrn hören. Glory be to God. Amen. Ehre sei dem Herrn. This is the power of the gospel. Und das ist die Kraft des Evangeliums. So every time you hear the good news, also wann immer du das Evangelium hörst, you're actually discovering, dann ist es in Wirklichkeit so, dass du entdeckst God's opinion about you.
Du entdeckst Gottes Meinung über dich. Revealed in his son. Und diese Meinung über dich wird offenbart in seinem Sohn. Amen. Halleluja. Because everything God sees. Denn alles, was Gott ist und sagt, everything that he sees, alles, was er sieht, is good. Das ist gut. Now you remember when after God created, after 6 days, also erinnert euch, als Gott die Erde geschaffen hat, dann nach 6 Tagen, the Bible says that he saw all that which he created and they were very good. Da schaute er Gott dann auf alles, was er geschaffen hatte, und er sagte, es ist sehr gut. And the next day was the 7th day. Und am nächsten Tag war der 7. Tag. The day of rest. Der Tag der Ruhe. So all that which is good, also alles, was gut ist, is in the day of rest. Das ist gebündelt in dem Tag der Ruhe. And man's first day, und der erste Tag des Menschen, is the 7th day. Das war nämlich der 7. Tag dann. Amen. So prophetically, man is created to live in the rest of God. Also, das bedeutet prophetisch gesprochen, dass der Mensch geschaffen wurde, um sofort in der Liebe Gottes zu, in der Ruhe Gottes zu sein. To partake of his goodness. Um an seiner Güte teilzuhaben. You know, whenever we talk about the love of God. Also, wann immer wir über die Liebe Gottes sprechen. Because the essence of his love is being as love. Weil die der Kern der Liebe Liebe ist. Is because he is good. Und das ist das, weil er gut ist. Religious people always say, yes, God is good, but. Religiöse eingestellte Personen sagen immer, ja, Gott ist gut, aber. You know, I could feel a little bit that but. Ich könnte es ein bisschen spüren, dieses aber. Huh? What about his wrath? Na, was ist denn mit seinem Zorn? Hmm? God also punishes. Gott straft auch. That's religion that has told you that. Das ist die Religion, die dir das gesagt hat. Amen. Hallelujah. Amen. God is love. Gott ist die Liebe. And in his love he is good. Und in der Liebe ist Güte. Even when God he acts him as if he's punitive to man is for your good. Und auch wenn es dir erscheint, dass Gott straft, dann ist es gut, zum Guten. It's never to destroy man. Es ist niemals dazu da, um den Menschen zu zerstören. You know, God is not a Terminator. Gott ist kein Terminator. He's a savior. Er ist ein Retter. So the work of atonement. Also der Werk des Atonement. Of redemption. The work of redemption. Der Errettung, der Erlösung. Amen. Is for God to correct man's erroneous perception of himself. Und das Werk der Errettung ist, um die falsche Sicht des Menschen auf sich selber zu korrigieren. It's not to punish man. Und es ist nicht dazu da, um den Menschen zu bestrafen. Amen. Halleluja. So in Christ, God did not punish man, but God corrected man's misconception of who he was in Christ. Und in Christus, also in dem Erlösungswerk Christi, ging es nicht darum, dass jemand bestraft wird. Es ging um die Korrektur der Sichtweise, wer du bist in Christus. So when we talk about the love of Christ, also wenn wir die Liebe Gottes betrachten, number one is a reference to the love of the Son, Nummer eins, es ist ein Bezug auf die Liebe des Sohnes, that we've been accepted in the Son, dass wir angenommen worden sind im Sohn, to share everything that the Father has. Alles und damit alles teilen, was der Vater hat. Number two, when we talk of the love of Christ, Nummer zwei, wenn wir über die Liebe Christi sprechen, we're talking about the love of the brethren. Dann sprechen wir über die Liebe der Brüder und Schwestern. The love of the brethren. Die Liebe der Brüder. Amen. And it's very important for us to understand that, you know, we're not only sons. Also in Christ, but we are also brethren. Also es ist wichtig, dass wir zu verstehen, dass wir nicht nur Söhne in Christus sind, sondern wir sind auch Geschwister, Brüder. Because us and Christ, we are brothers. Denn wir sind mit Jesus Brüder. We are of the same womb. Wir sind aus demselben Leib gekommen. And so let's look at some few scriptures to establish this. Wir schauen uns ein paar Schriftstellen an, die das bezeugen. Romans 8, verse 29. Römer 8, Vers 29. It says, for whom he did foreknow,
He also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Gottes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Amen. That he might be the firstborn among many brethren. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So when we talk about Christ, wenn wir also über Christus sprechen, is a reference to him being our brother. Dann ist es ein Bezug, wo er als unser Bruder dargestellt wird. Not only our savior, er ist nicht nur unser Erretter, but we have come into that place where we share the same father. Sondern wir kommen an den Ort, wo wir denselben Vater haben. Hebrews 2, verse 11. Hebräer 2, Vers 11. The word says, for both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one. Da steht, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. For which cause he is not ashamed to call them brethren. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. He that sanctified and he that is sanctified are of one. Derjenige, der heiligt und der geheiligt wird, sind alle von einem. And so Christ is not ashamed to call us brothers. Und deswegen ist Christus oder schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. And so when we talk about the love of Christ, wenn wir über die Liebe Christi sprechen, we're talking about the love of the brethren. Dann sprechen wir über die Liebe der Brüder. You know, Jesus said before he left, als Jesus sagte, bevor er diese Welt verlassen hat, in John 13, verse 34, in Johannes 13, Vers 34, he says, a new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Amen. Halleluja. So when we begin to understand the love of Christ, also wenn wir die Liebe Christi anfangen zu verstehen, we begin to understand that is a love that has to do with one another. Dann verstehen wir auch, dass es eine Liebe ist, die mit dem Miteinander zu tun hat. Amen. Glory be to God. 1 John 3:14. 1. Johannes 3, Vers 14. Now John said this. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Wir wissen aber, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. He that loveth not his brother abideth in death. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Amen. Glory. It says we know. Da steht, wir wissen, that we have passed from death to life, dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind, because we love the brethren, weil wir die Brüder lieben. So one of the reasons why we know that Jesus Christ has resurrected from the dead. Also einer der Gründe, warum wir wissen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, is because he loves the brethren. Ist, weil er die Brüder liebt. Amen. He loves us. Also er liebt uns. And so the indication that he loves us, und der Beweis, dass er uns liebt, is that he has come out of death to life. Nämlich aus dem Tod zum Leben gekommen ist. Now this tells us that Jesus Christ can never hate us again. Und das sagt uns, dass Jesus Christus uns niemals hassen kann. For him to hate you and I, damit er dich und mich hassen kann, he has to go back to death. Dann müsste er zurück in den Tod gehen. But where he came from, aber wo er herkam, he conquered. Da hat er erobert. And so he cannot return to death anymore. Und deswegen gibt es da nichts, wo er eigentlich zurückkehren kann. The evidence of his resurrection, der Beweis seiner Auferstehung, is his love that he has for us. Ist die Liebe, die er für uns hat. Halleluja! This is good news.
Das ist gute Nachricht. Jesus Christ loves you. Jesus Christus liebt dich. So the reason why he loves you, und der Grund, warum er dich liebt, is because that which separates you from him, ist, dass das, was dich von ihm trennt, has been breached. Achso, es wurde zerstört. What separates you from him? Was dich von ihm getrennt hat, not him from you, nicht ihn von dir, Reihenfolge ist wichtig, you from him, dich von ihm. Sin. Sünde. Condemnation. Verderbnis. Guilt. Schuld. Poverty. Curse. Armut und Fluch. And so when he entered into death, und als er in den Tod gegangen ist, he conquered sin, da hat er die Sünde überwältigt. He conquered poverty, und auch die Armut. He took it away, er hat alles weggenommen. Condemnation, guilt, die Verdammnis und die Schuld. Because when those things are in you, denn wenn diese Sachen alle in dir sind, you think God is against you, dann denkst du, dass Gott sich gegen dich stellt. So that is what separates you from God. Und das ist das, was dich von Gott trennt. But God is not separate from you. Aber Gott hat sich nicht, ist nicht getrennt von dir. So Jesus Christ went into death, und deswegen ist Jesus Christus in den Tod gegangen, so that he will take that which separates you from God away, so that when he comes back to life, he then sees you as himself. That is why he said in the book of Romans 8 from the verse 35, nothing can separate you from the love of Christ. Und als er dann in den Tod gegangen ist, hat er all das weggenommen, damit entsteht nichts, also dann bist du, dann ist alles, was dich trennt, weg. Und deswegen steht im Römer 8, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Oh, Mama. So you say, Pastor David, so what about those who sin? Ja, und dann sagst du jetzt, Pastor David, was ist denn jetzt mit denen, die sündigen? You know, when you walk in the flesh, also wenn du im Fleisch wandelst, simply means you don't acknowledge your identity. Dann bedeutet das, dass du deine Identität nicht anerkennst. That is what it means to walk in the flesh. Das bedeutet, im Fleische wandeln. I'm so enthusiastic with you guys, really. Ja, ich bin sehr, sehr enthusiastisch über euch. To walk in the flesh, also im Fleisch wandeln, is to deny your identity. Ist deine wahre Identität verleugnen. When Jesus rose from the dead, als Jesus von den Toten auferstanden he gives ist, you and I a new identity. Da hat er dir und mir eine neue Identität gegeben. We are sons of God. Wir sind Söhne Gottes. Everything that he is, alles, was er ist, we are. Das sind wir. Amen. So, anytime that you take your eyes off Christ, off that identity, you walk in what the Bible refers to as the flesh, in which we have the train, the character of sin. Und jedes Mal, wenn du deine Augen davon wegnimmst, dann läufst du in dieser Identität, die wir das Fleisch nehmen, das nennen. Und da gibt es diese Eigenschaft, den Charakterzug des, der Sünde. Amen. Halleluja. But sin has been destroyed. Aber die Sünde ist zerstört worden. Sin has been taken away. Die Sünde ist weggenommen. So in him, in Christ, there is no sin. Also in ihm, in Christus, gibt es keine Sünde. That is where you and I are. Und das ist da, wo du und ich uns befinden. And so, as long as you acknowledge your place in him, sin has nothing to do with you. Und solange du deine Position anerkennst in ihm, da hat Sünde mit dir nichts gemeinsam. Amen. So Christ loves the brethren. Also Christus liebt die Brüder. How do we know? Wie wissen wir das? Because he has passed from death to life. Weil er nämlich vom Tod zum Leben übergegangen and ist. From life he can never enter back to death. Und aus dem Leben kann er nie wieder in den Tod zurückkehren. And so Christ can never hate you. Und deswegen kann Christus dich niemals hassen. I know you're still. Ja, ich weiß, das rattert noch bei euch da oben. Amen. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. Glory be to God. Ehre sei so dem it's Herrn. All about Jesus. Also es geht hier komplett um Jesus. When you walk this earth today, wenn du auf dieser Erde hier wandelst, the moment your eyes is off Christ, in dem Moment, wo deine Augen von Christus wegwandeln, you see yourself in the flesh, dann siehst du dich im Fleisch. And then you walk the walks of flesh. Und dann sind deine Werke die Werke des Fleisches. Amen. Halleluja. Even though sin has been taken out. Und zwar
Egal, auch wenn die Sünde vorher schon weggenommen worden ist. So that's why identity is so important. Und deswegen ist Identität so wichtig. Who Christ is who you are. Denn wer Christus ist, ist wer du bist. That is your new place. Das ist deine neue Stellung. That is where God has brought you to. Das ist das, wo Gott dich hingebracht hat. Amen. God is love. Gott ist Liebe. Love leads. Und die Liebe führt. To rest. In Ruhe, in die Ruhe hinein. And that place of rest. Und dieser Ort der Ruhe is the definition of who we are. Ist die Definition dessen, wer wir sind. Amen. You are sons of God. Ihr seid Söhne Gottes. You and Christ, we are brethren. Du und Christus, wir sind Brüder. Du und wir sind Brüder von Christus. He came. Er kam. That he may give us life. Um uns das Leben zu geben. And to give us life more abundantly. Und das Leben im Überfluss zu geben. We read it right. Das haben wir gelesen. Huh? Is that why Jesus Christ came? Ist das, warum Jesus gekommen ist? Yes. Ja. Did he accomplish that? Hat er das geschafft? Yes. Yep. But. Aber. Amen. He has given us life. Ja, er hat uns Leben gegeben. Without no condition, it doesn't depend on whether you walk out of life or not. Don't look at yourself according to your performance, according to your mistake, according to your failure. Look at yourself according to the demonstration of God's love, which is in Christ. So what God has brought you, where he has brought you to, is the place in which God sees you today, even in your death, even in your wretchedness, even in your mistake. God sees you through the eyes of Christ until you see yourself according to how he sees you. You will not walk out of your situation. Amen? Now, most of us, we are here. We are confronted with situations. We have difficulties. It is hard for us to identify to Christ. But until you see yourself mistakenly, you will stay in your pit. But if you want to come out, you must see yourself according to how Christ sees you. That is how you come out. Amen? That's why we preach the good news. We are not condoling you in your situation. No, we are telling you this is the solution, so that you look on the solution and leave. Amen? Zusammengefasst, so bedeutet das nicht, like schau nicht dein Leben an, entsprechend dem, wie du wandelst und was deine Umstände angehen, sondern schau auf das, was Gott getan hat. Denn das ist der Schlüssel dessen, wie du all das überwinden kannst. Schau auf das Leben. Amen! Halleluja! Amen. The love of Christ constrained us. Und die Liebe Gottes, die führt uns wie mit Leitplanken. The word constrained means to hold us together. Das Wort constrain bedeutet also im Englischen zusammenhalten. Ne? Amen. Wie so ein Paket. Glory be to God. His love has joined us to himself. Seine Liebe hat uns mit ihm vereint. His experience is our experience. Seine Erfahrung ist auch deine Erfahrung. His event, what he went through, is what we've gone through. Und das, was ihm widerfahren ist, aus das, was uns widerfahren ist. What belongs to him is what belongs to us. Und was ihm gehört, das gehört auch uns. Where he is where we are. Und wo er ist, das ist auch wo wir sind. The love of Christ. Die Liebe Christi. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. Be on your feet. Steht auf, bitte. Amen. Amen. Hallelujah.